Ich grüße euch. Ja, ich habe wieder Fragen zu beantworten. Diesmal einige von einer Person und die möchte ich euch gerne einmal vorlesen. Die habe ich von der Ida bekommen, die Fragen. Die hat sie mir geschickt und sie schrieb: Hallo Minerva, hier ist die Ida. Und ich würde dir gerne einige Fragen stellen. Was ist dein Lieblingsritual und wofür steht es und welche Hilfsmittel benötigst du dafür? Lieblingsritual, also ich würde eher dann sagen Zeremonie. Das, was ich total gerne mache, das sind Handfastings, das sind Hochzeiten, Priesterinnenarbeit, das mache ich sehr, sehr gerne. Ich verheirate Menschen gerne, ich verbinde sie gerne miteinander in Liebe. Ich rufe gerne dazu die Ahnen und die Familienmitglieder und feiere gerne mit ihnen diese Zeremonie. Das ist etwas Wunderschönes und das ist eine Gabe, die ich bekommen habe, oder ein Geschenk, nicht eine Gabe, es ist ein Geschenk, das ich immer wieder bekomme, wenn ein Paar auf mich zukommt und um eine Hochzeit bittet. Das ist etwas Wunderschönes. Beispielsweise. Was ich dafür brauche, das ist immer ganz unterschiedlich und das würde auch hier den Rahmen sehr sprengen. Aber das ist eigentlich das, was ich mit am liebsten tue. Gerne mache ich auch oder stelle ich auch Mojo-Bags oder Zauberbeutel her für Menschen, die meine Hilfe benötigen, wie als Fruchtbarkeitsgeschichten oder auch Schutz und beruflich weiterkommen. Gerne was greifbar ist und was auch ein Ergebnis liefert. Und das mache ich auch sehr gerne, weil ich dann immer wieder die Rückmeldung bekomme, wie das geholfen hat. Und das fühlt sich dann immer sehr schön an, wenn ich Menschen auf irgendeine Art und Weise dann damit helfen konnte. Wenn ihr auch Fragen habt, reicht auch eine Frage, dann schreibt mich gerne an über E-Mail, bitte Stichwort YouTube-Fragen. Wenn es euch gefallen hat, bitte den Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, das wäre echt lieb und nett. Und wenn ihr was zu sagen habt, gerne unter diesem Bericht hier. Ich werde euch auch noch mal ein bisschen an Links drunter einfügen. Und ja, ich kann immer nur sagen, es ist meine Sichtweise der Dinge, meine Erfahrung. Habt ihr andere Erfahrungen, habt ihr andere Sichtweisen, andere Meinungen, ist das absolut okay. Dann wünsche ich euch eine wunderbare, zauberhafte Zeit und bis dahin, blessed be und bleibt gesund.